Dieser Mann ist die offiziell schnellste Fackel der Welt. Der französische Feuerwehrmann in Flammen stellt hier mit seiner heißen Nummer gleich zwei Weltrekorde auf. In voller Montur, in einem feuerfesten Schutzanzug und ohne Sauerstoffgerät wird der 39-jährige Franzose von seinen Kameraden in seiner Heimatstadt in Brand gesteckt. Mit viel Feuer unter dem Hintern rennt er über die Leichtathletikbahn. Zu seiner Sicherheit begleitet von seinen Freunden mit Feuerlöschern. Die 100 Meter legt er schließlich in 17 Sekunden zurück, pulverisiert damit den bisherigen Weltrekord um satte 7,5 Sekunden. Doch der Franzose rennt weiter und stellt so auch noch den nächsten Weltrekord auf. Für die längste Strecke, die je ein brennender Mensch ohne Sauerstoffmaske zurückgelegt hat. Sagenhafte 272,25 Meter weit rennt er in Flammen. 68 Meter weiter als der bisherige Rekordhalter. Der Franzose, der wenig überraschend auch als Stuntman arbeitet, hat schon angekündigt, dass er weitere Weltrekorde brechen will. Sehr wahrscheinlich wird auch das wieder eine ganz heiße Nummer.